Ja, hallo, hier ist Gnadi 97, jo. Und heute mit einem ja riesen Unboxing, also und heute ja unboxing ich für euch die Figuren, die ich von Ringside Collectibles bekommen habe, so wie ihr das Unboxing-Video ja schon gesehen habt. Ja, da fangen wir gleich mal an mit den TNA-Figuren. Da nehmen wir erstmal den Deluxe Impact 6 Sting. Ja, und den machen wir jetzt mal auf. Ich weiß nicht, ob man die irgendwie vorsichtig aufmachen kann, die neue Verpackung hier. Dass man die nochmal aufbewahren kann. Aber bei TNA ist es meistens eh nicht so wichtig. Nee, also das geht gar nicht hier. Da zerreißt man gleich die ganze Box, aber egal. Hier, das Ding. Jo, mit dem roten Face Paint, ja, mit dem schwarzen Design. Das ist das Ding. Ja, der fliegt gleich um. So, dann machen wir weiter mit dem Deluxe Impact 4 Kurt Angle. Ja, hier einmal nochmal Mock. Jo. Und den versuche ich jetzt mal vorsichtiger aufzumachen irgendwie. Ich habe hier nämlich noch ein Messer. Vielleicht geht das besser. So, das geht besser. So, hier ist dann noch die Verpackung ein bisschen erhalten. Ja, hier der Kurt Angle. Ja, hier mit, ich muss einmal gucken, wie man das sehen kann. Ja, hier mit World Heavyweight Titel. Der Headscan, jo, Hammer, Kurt Angle Figur, gefällt mir auch besser als der Deluxe Impact 1 Angle. Machen wir weiter mit dem Kazarian Deluxe Impact 6, jo, also in diesem Video werde ich jetzt alle aufmachen, also ja nicht alle, zum Beispiel die WrestleMania Exclusives und so, die werde ich halt mock lassen, aber die Elites und so werde ich halt auspacken, weil das halt geiler dann aussieht in der Vitrine. Jo, dann jetzt habe ich den Kazarian. Hier der Kazarian, Headscan, Boots, nochmal mit dem Design hinten auf der Hose. Jo, das ist der Kazarian. So, und dann noch so der Deluxe Impact 6, Madison Rain. Jo, und die mache ich auch gleich mal auf. Jo, also wenn ihr nochmal Reviews von diesen Sachen sehen wollt, dann schreibt es in die Kommentare, wenn ihr das gerne wollt, weil dann werde ich auch nochmal detaillierte Reviews machen, wenn ihr das gerne sehen würdet. So, hier die Madison. Jo. TNA Knockout. Hier der Headscan. Uff, hier steht Rain. Ja. Okay. Hier die Madison Rain. Dann machen wir jetzt weiter mit Mattel, WWE Mattel, und zwar mit dem Basic, ja, oder Pay-Per-View-Serie SummerSlam Heritage Randy Orton. Mache ich jetzt auch gleich mal auf. So, hier der Orton. Der Headscan von hinten, die Tattoos, jo, halt ein alter Orten mal, so, hier. Gut, dann machen wir weiter mit den Basics von der neuen Verpackung. Jo, da fangen wir an mit Mark Henry und die habe ich schon ein bisschen vorgefertigt. Habe ich hier unten, habe ich so gemacht. Habe ich es aufgeschnitten und jetzt kann man hier halt
die Verpackung so rausziehen und man sieht es nicht, dass der schon mal aufgemacht wurde, halt nur von unten. Und falls einem das halt irgendwann nicht mehr gefällt und man die wieder Mock haben möchte, kann man den halt dann wieder einpacken. Jo, hier der Mark Henry. Hier hinten mit, ich weiß nicht, hier mit World's Strongest Man. Jo, Heel Head Scan. Hammer. Hammer Henry-Figur. Ja, so. Dann machen wir weiter mit dem The Mist. Selbes Prinzip hier. So, hab ich auch raus. Hier. So, versuche ich mal rauszunehmen, was das kann. Jo, hier der Mist. Headscan, Hose, die Boots sind rot. Jo, der gefällt mir auch richtig gut. Das ähnelt dem Attire, wo er Money in the Bank gewonnen hat, also das Money in the Bank Leiter Match. Jo, und jetzt auch nochmal hier, wo ich die ausgepackt habe, an WWE Sammler 14. Ich würde sagen, das lohnt sich, die aufzumachen, auf jeden Fall. Weil er wusste es auch noch nicht ganz, aber ich finde, das lohnt sich. Jo, dann machen wir weiter mit dem Elite 12 Randy Orton. Ja, die Elites kann man ja eh immer wieder verpacken, wenn man will. Aber das will ich wahrscheinlich eh nicht in meiner Vitrine. Ja, ihr habt jetzt zwei gesehen. Eine neue bekomme ich noch. Also für die neuen Elites. Ich weiß nicht, ob ihr die Toy Fair gesehen habt. Schon mal den ersten Tag. Ja, hier haben wir gleich mal das Plastik-Shirt von Orton. Ich weiß nicht, ob ich ihm das gleich mal anziehe, ob ich das schaffe. Hier ist der Orton. Ja, halt ein Orton. Also, das ist halt immer dumm mit den Orton. Weil, Alter, wie macht man dem das denn an? Ich versuch's einfach mal. So, hier rüber ziehen. Ach so, das geht ganz einfach. Aber irgendwie, muss ich sagen, gefällt mir dieses neue Shirt jetzt doch ein bisschen. Ich hätte gedacht, das geht schwerer, dem das anzuziehen. Aber hier, ich habe es gleich geschafft im Video. Jo, der Orton, Elite 12. Ja, verstehe. Ja, okay. Dann geht's weiter. Mit dem Elite 12 Alberto Del Rio. Jo, mache ich auch jetzt gleich mal auf. Aber das ist Hammer mit den neuen Verpackungen. Die kann man so leicht aufmachen und macht sie nicht kaputt. Hier der Alberto. Ich versuche es mal irgendwie rauszudrücken. Jo, hier der Del Rio mit dem Hund und dem Schal. Gefällt mir richtig gut. Jo, hier der Alberto. Ja, irgendwie schaffe ich es nicht, die alle aufzustellen, dass sie nicht umfallen. Da legen wir den erstmal hin. Dann machen wir weiter mit dem Elite 12 Justin Gabriel. Das machen wir auch auf. Jo, also zur Toy Fair nochmal. Also haben wir jetzt die Battle Packs 15 endlich mal gesehen mit den Bellas. Ja, die gefallen mir eigentlich ganz gut, außer der Divas-Titel. Von dem habe ich mir mehr erwartet. Aber im Question-Answer-Video oder nicht Video, sondern von Mattel, haben sie halt gesagt, dass jetzt die was in der Elite-Line kommen werden. Und ja, da wird es dann garantiert was geben. Jo, das neue Shirt, das fässt sich Hammer an. Also das neue Shirt-Material. Jo.
So, machen wir jetzt mal hier, ziehen wir dem Justin Gay Bull mal an. Du, das ist irgendwie viel besser, das neue Material. Also ich habe es ja jetzt zum ersten Mal, hat der WWE-Sammler 14, meine ich, auch gesagt. Ja, hier der Gabriel. Oh, ja, leg dich hin. So, dann machen wir weiter. Wo ist er denn? Den habe ich doch eben gesehen. Ja, hier. Dem Daniel Bryan Elite 12. Jo, mache ich auch auf. Ja, also von der Elite 15 haben wir auch Bilder gesehen. Ein Yokozuna. Gefällt mir richtig gut, der Yokozuna. Sin Cara Elite, auch Hammer. Heel Artus Elite, auch wahnsinnig. Hier der Daniel Bryan, erstmal ohne Gürtel. Und hier der United States Titel. Ja, binde ich ihm jetzt nicht um. Ja, stellt sich mal hin. Hier der Titel. Dann hier First Time in the Line. Papa Shango Flashback. Jo, den Kane Flashback gab es leider nicht mehr. Aber vielleicht finde ich den ja noch mal irgendwo. Also, aber holen werde ich ihn mir ja auf jeden Fall noch. Also ist der Shango. Der ist festgemacht, scheiße, an der Verpackung. So, aber das hat man ja auch schnell mit dem Messer erledigt. Hier zeige ich nochmal den Papa Shango. Und der WWE-Sammler 14 wird es nicht glauben, aber den Hut kann man abnehmen. Jo, Hammer hier, finde ich, die Figur, den Papa Shango. Also gefällt mir richtig gut. Also ich muss sagen, jetzt, ich habe die Figuren ja sonst immer loose behalten und so, mock gelassen. Aber ich muss sagen, dieses Auspacken lohnt sich jetzt doch, weil bei den Elites gerade, ja, machen wir jetzt weiter mit dem Ray. Booyaka. So. Der geht jetzt. Die sind hier oben nochmal zugemacht. Okay, Ray. So, wieder das Übliche mit dem Ray. Aber, also ich muss sagen, Rays Elites freue ich mich trotzdem immer wieder drüber. Weil Ray hat halt so viele verschiedene Outfits. Und deswegen wieder erstmal wegschneiden hier. Jo. Hier am Arm noch. So, hier den Rey Mysterio mit dem Plastikshirt, was mir viel besser gefällt bei den Rays als dieses dumme Stoffshirt, weil das hält halt besser und das Stoffshirt war immer so komisch. So, ja, Rey. Dann machen wir gleich mal weiter mit dem. Ja, machen wir weiter mit dem King Sheamus, leider der Royal Rumble. Gewinner dieses Jahres. Also habe ich mich richtig aufgeregt, aber naja. Der WWE-Sammler 14 hat sich auch aufgeregt, weil der ist ja bei WrestleMania 28 in der Arena dabei. Und ja, eigentlich war er ja immer Sheamus-Fan, aber jetzt, wo er Face geworden ist, auch nicht mehr. Weil der regt einen einfach nur noch auf, mich zumindest. Ja, also. Wenn es euch nicht, ihr könnt ja mal schreiben, wie ihr Sheamus momentan findet. Aber ich muss sagen, die Figur von Sheamus, den King Sheamus, da war ja auch noch Heel zu dieser Zeit, zur King Sheamus Zeit, gefällt mir richtig gut. Mit dem Zepter, der Krone, ja, und allem. Hammer, der King Sheamus. Also wirklich. Jetzt weiter. Mit Big Show, Knockout Surfed Daily Shirt. Jo.
Und der CM Punk-Maske, den er ihm da abgemacht hat, davor Money in the Bank irgendwie auf der Leiter. Ja, ich weiß nicht, ob es geht, aber ob man das dem vielleicht mal dem Straight Edge Ringside Exclusive Punk da mal geben kann mit der Maske. Jo, The Big Show. Ja, so erst hatte ich irgendwie, muss ich wieder sagen, ein schlechtes Gewissen. Oh ja, der Ring ist wieder, ist zu schwer, weil irgendwie ist das Ringholz da oder nicht dieses Ding da unter, ist irgendwie, ja, das geht immer, bricht immer zusammen, aber ist jetzt auch egal. Ja, hier, ich krieg das leider nicht jetzt hier ab, doch. Big Show. Knockout Surf Daily mit der Maske. Jo. Da legen wir ihn hin. Jetzt, ja, wen haben wir denn jetzt noch hier? Den Elite. Ach. 13 Segler. Jo. Machen wir auch gleich mal auf. Jo, also wenn euch, ja, wenn ihr die Toys ja gesehen habt, also, aber es ist, ich muss sagen, es ist noch nicht vorbei. Es geht ja noch weiter heute. Also die geht über mehrere Tage auf jeden Fall. Also, oh, jetzt ist das da kaputt gegangen. Die Seglerverpackung hier. Aber egal. Segler. Muss ich einmal schnell zeigen. Mit dem Shiny World Title. Ja. Jetzt mal nur der Segler. Jo, ich muss glaube ich ein bisschen Gas geben, weil das Video wird sonst zu lang. Wie viel haben wir? Alter, schon 17 Minuten. Aber scheiße. Jetzt noch den Elite 13 Flashback Edge. Ja, sonst schneide ich es halt in zwei Parts, das ist dann auch wurscht. Aber ich kann ja über 15 Minuten schon auf. Oh Mann, die Verpackung regt mich jetzt hier immer auf bei der Elite 13. Die geht immer kaputt. Hier der Edge. Jo, hier der Edge. Headscan. Jo, nehme ich ihm einmal die Brille ab. Ich finde ein guter Edge-Headscan, ne? Jo, Flashback Edge. Dann geht's weiter mit der Elite 14. Undertaker. Hier im Mock. So, Undertaker. Undertaker. Wie ihr habt ja gesehen, dass man den Mantel hier aufmachen kann. Das mache ich dann nicht nochmal jetzt, weil das hat euch ja auch schon der WWE-Sammler 14 gezeigt. Jetzt weiter mit dem Del Rio, mit Money in the Bank Koffer und Shiny WWE Title. Ja, wir bekommen jetzt auch Shiny Tag Team Titel mit Evan Bourne in der Elite 15. Und dann kommt Kofi in der Elite 16 noch mit ein. Jo, der Rio. Hier hat er den WWE-Titel um die Schulter. Und hier den Mann im Bankkoffer. Jo, das ist der. Dann noch den Super Cena. So, machen wir auch auf. Und ja, der ist halt Hammer, weil er halt mit diesem abnehmbaren Armband mit den Bändern da kommt. Also, das finde ich einfach Hammer. Und ein Elite-Cena in Rot ist auch nicht schlecht. Mit dem roten Outfit. Ja. Jo, Cena.
setze hier mal die Mütze auf. Fina in Rot. Aber ich ziehe mir jetzt nicht das T-Shirt an. Das dauert sonst zu lange. Aber jetzt kommen noch die Battlepacks. Und die habe ich auch schon vorgefertigt. Und zwar fangen wir an mit John Cena und R-Truth Pack. Habe ich auch schon hier so vorgefertigt, dass ich die nur noch rausziehen brauche. Ich habe nur noch wenig Platz hier, also auf der Kamera. Ich baue die jetzt mal. Ja, hier der Cena. Legt in den Ring. R2. Mit der Water Bottle. Hier. Hammer. Ja, also ich mache dann auch noch Reviews davon, weil so schnell könnt ihr das gar nicht so gut sehen. Wie ja, Cody Rhodes und Ray. Da fliegt gleich eine Knee Brace weg. Aber hier zumindest mal der Ray. Und der Cody mit der Maske. Jo. Dann weiter mit dem Alex Riley und The Miz Pack mit Aktenkoffer. Ziehe ich jetzt auch einmal schnell raus. Oh Mist. Ich komme hier in Eile, weil meine Kamera kann nicht mehr so viel aufzeichnen. Hier The Miz und Riley, hier der Koffer. Jo. Dann weiter mit dem Mason Ryan und Randy Orton Pack. Orton, erste mit Bartfigur, der Steel Chair, Folding Steel Chair und hier First Time in the Line, Mason Ryan von Cardiff Wales. Jo, und jetzt weiter mit dem Heath Slater und Justin Gabriel Pack, ein Riesenberg Figuren im Moment. So. Heath Slater mit Tag Team Titel hier der Hose. Ja, ich habe nur noch eine Minute. Der neue Tag Team Titel falsch rum, aber jetzt auch Wurst. Der Gabriel natürlich auch mit dem Tag Team Titel und hier der Gabriel Head Scan. Gut. Hammer. So, und jetzt das letzte Pack. Und zwar das, hoffe ich, dass ihr jetzt noch schnell aufzeichnet. CM Punk und Mason, Quatsch. CM Punk und Macho Man Randy Savage. Hier der Punk im Macho Man Outfit. CM Punk, ja, wo der Macho Man verstorben war die Nacht. Bei Raw hat er es an. Und hier der Macho Man mit Brille. Und ja, dem Gürtel. Und ja, jetzt ist meine Aufnahmezeit schon vorbei. Also er zeigt jetzt hier die ganzen Figuren im Ring. Ja, das war mein Mega-Unboxing. Der Ring ist auch schon durchgebrochen. Und ja, dann sage ich tschüss, bis dann.